Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Ja, liebe Leute, wir sind inzwischen in der zweiten Hälfte der sechsten Session angekommen. Und wir werden uns jetzt einen Kampf gegen die Gnome wenden. Und die letzten Vorbereitungen für die Hafenstadt treffen. Also in dieser Session werden wir die Hafenstadt definitiv betreten. Das steht außer Frage. Die schmeißen mir Knochen auf uns, hallo? Geht's noch? Alter, Alter, Alter! Mach mich doch nicht etwa von der Seite an, oder? Ja. Aua! Immer dieses Aua! Von hinten! Kleiner Schokostecher! Mensch! So, der ist platt. Und der ist auch platt. Wunderbar. Dann nehmen wir gleich einmal die Waffe weg. Ein Gold und einen Zahn. Knüppel. Ein Gold und einen Zahn. Ja, die Ausbeute von den Gnomen ist nicht doll. Das war, ist mir durchaus bewusst. Aber das ist auch nicht schlimm. Drei Gold und ein Schwert. Sehr schön. Wir haben ja jetzt ein edles Schwert. Ein Gold und einen Zahn. Mensch. Und hier da drüben sehe ich Wölfe. Den speichere ich ja mal eben kurz. Das sind schwarze Wölfe anscheinend. Nein, das sind normale Wölfe. Okay. So, die zwei haben wir schon mal erledigt. Jetzt bleibst nur noch du übrig, Kumpel. Okay, du warst mal übrig. So, die haben wir somit auch. Und da sehe ich eine Mana-Pflanze in dem... Oh, ein Kampfkeiler. Nur ein Keiler. Oh Gott, ich bin so Frontschweine geschädigt. Ich gucke ja nämlich gerade das aktuelle Frontschweine-Projekt bei Alex, auch wenn er das schon fertig hat. Also sein Replay zu Frontschweine. Er hat es zwar schon fertig aufgenommen, aber es sind noch nicht alle Parts dazu hochgeladen. Ich bin da übrigens auch zu Gast gewesen. So am Rande. So, die Beere nehmen wir auch mal mit. In letzter Zeit habe ich ja ziemlich viele Gastauftritte, was mich auch sehr freut, dass ich so viele Gastauftrittanfragen kriege. Vielen Dank dafür an die Let's Play-Kollegen, die sich das vielleicht auch hier anschauen. Und falls nicht, seid, fühlt euch trotzdem gegrüßt. In irgendeiner Form. Der weicht einfach aus. Du bist mir ja so einer. Einfach ausweichen. Das war ein One-Hit-Kill. Sehr schön. Die drei haben wir auch weggeräumt. Sehr gut. So, dann speichern wir nochmal eben. Und hier sehe ich eine weitere Mana-Pflanze. Wunderbar. Und dann sehe ich da auch schon die nächsten Gnome. Der eine ist auch schon auf uns aufmerksam geworden. Aua, zu Wort. Aha, ich habe den Häuptling erwischt. So, der einfache ist weg. Und der Häuptling ist jetzt auf. Komm her! Aua! Vor allem, ich bin so schön ausgewichen, der trifft uns trotzdem. Das geht ja gar nicht. Die haben richtig fiese Attacken drauf. Ihr seht das ja. Der Kollege scheint aber auch nicht alleine zu sein. Okay, der ist weg. Ist hier noch einer? Irgendwo hier läuft, glaube ich, noch einer rum. Nö. Ihr habt übrigens auch gesehen, die Haltung unseres Typen hat sich im Laufe der Zeit verändert. Ist das ein Hering? Nee. Ich wollte gerade sagen. So, dann gucken wir mal, was die so bei sich haben. Drei goldene Holzfäller-Axt nehmen wir mit. Knüppel natürlich auch. Die Beere auch. Auch wenn die Beere nicht bei den Gnomen war, aber wir nehmen sie trotzdem mit. Drei Gold, ein gebratenes Stück Fleisch und Werkzeugbeutel Nummer 12. Sehr schön, es fehlen uns also nur noch drei. Ein Gold und einen Zahn. 3 Gold, 4 Gold und eine Möhre, nur eine Rübe, ohne Möhre. 1 Gold, eine Holzverlags, ein Zahn, sehr schön. Wir kriegen die 3 Beutel auch noch, liebe Leute, das schaffen wir noch. Auch wenn unser Typ nicht gerade gesund aussieht, deswegen kriegt er einfach mal ein Stück Fleisch zum Essen. Schöne nützliche Eiweiße, die muss er einfach zu sich nehmen. Okay, der ist erledigt. Aua. Der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Wir werden mit Flaschen beworfen.
ist hier los? Aua, au, alter, 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 Jungs. Nicht so stürmisch. Aua, 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 alter. Okay, wir müssen uns jetzt wirklich in Acht nehmen. Wir haben nicht mehr viel Leben. Die sind noch zu zweit. Komm schon, das reiten wir noch weg. Das schaffen wir noch. Los. Sehr gut. Jetzt wäre es ärgerlich, wenn einer von der Seite kommt und uns noch weghaut. Da ist tatsächlich noch einer. Der ging gerade seiner Lieblingsbeschäftigung nach, nämlich diese Truhe ausräumen. Ein 3 Goldstücke, ein rostiges Schwert und ein gebratenes Stück Fleisch. Nehmen wir alles mit. Die Münze nehmen wir auch gleich mit. Und was ist in der Truhe hier drin? Voll die Schieterei! Ihr habt es gerade gesehen, die Truhe war offen, als er da ranging. Jetzt ist sie zu. Das geht doch nicht. Das war klar. Das war auch klar. Was? Wie? Woher kommt das? Da oben. Was machst du da oben, kleiner Kerl? Komm her. Ein Häuptling. Na super. Okay, den haben wir auch noch weggekriegt. Oh. Meine Güte. 3 Goldmünzen und ein Stück Fleisch. Das wir auch gleich mal zu uns nehmen. Sehr schön. Ich habe mich voll erschreckt, ey. Okay, wir haben jetzt zwar ein paar Dietriche verloren, aber wir probieren es jetzt einfach nochmal. Ach, das ist dieses Hin und Her. Oh, toll. So, jetzt aber. 5 Goldmünzen, ein Stück Brot, Lichtzauber, eine Perle und ein Stachel. Nehmen wir alles mit. Da sehe ich einen Ring. Der eine Ring. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Kleine Andeutung auf Herr der Ringe. Ein Gnom mit 3 Gold und einem Werkzeugbeutel. Sehr gut. Damit haben wir Nummer 13. Den Säbel nehmen wir auch mit. 3 Gold und ein gebratenes Stück Fleisch. Futtern. 3 Gold. Ein Jagdmesser. Ein Schwert. 3 Goldstücke, ein Jagd. Ein Jagdschwert, ja. Ein gebratenes Stück Fleisch. Das essen wir auch gleich. 4 Gold, eine Möhre. Eine Rübe. Mann. Und hier nochmal dasselbe. Okay. So, dann gucken wir mal hier rein. Die ist nicht verschlossen. Das ist schon mal gut. 45 Gold, ein Knüppel, eine Witzerzählenrolle und ein Goldbrocken. Wunderbar. Ich glaube, wir sollten gleich nochmal eben Fleisch kochen. Beziehungsweise braten. Damit wir es gleich einmal zu uns nehmen können. Um unsere Lebensenergie mal wieder ein bisschen aufzufüllen. Ihr seht ja, wir haben nicht mehr sehr viel. Und es erwarten uns noch ein paar Kämpfe. Obwohl, wir haben 50 Stücke gebratenes Fleisch danach. Also dazu gekriegt. Das ist nicht schlecht. Dann können wir das durchaus machen. Yummy, yummy, yummy. Nochmal 9 Hähnchenkeule. Lecker, lecker, lecker. Da kriege ich schon selber Appetit, muss ich sagen. Wo ich eigentlich schon was gegessen habe. Egal. Sieht richtig lecker aus. Sehe ich auch so. Wir haben 110 gebratenes Fleisch. Dann können wir durchaus uns mal was einverleiben hier. Komm, ist mal schön. Richtig schön ordentlich gebratenes Fleisch. Bis die Lebensleiste voll ist. Oder zumindest so gut wie voll. Komm, das eine Stück haben wir uns auch noch rein. Und dann noch 4 mal Hähnchenkeule. Yummy, yummy, yummy. Und ihr seht, das bringt beides gleich viel Gesundheit ein. Also es ist eigentlich völlig egal, was wir zu uns nehmen. Von den gebratenen Sachen. So. Unsere Lebensleiste ist jetzt einigermaßen gut wieder gefüllt. 3 Gold, eine Holzfäller-Axt und ein gebratenes Stück Fleisch.
Das nehmen wir natürlich auch gleich zu uns. So, den Knüppel nehmen wir mal auf. Hier ist noch ein rostiges Schwert. Da drüben sehe ich Reiselust. Noch ein gebratenes Stück Fleisch. Meine Güte. Also man sieht, die Gnome haben einen Geschmack für Fleisch. So. Okay, dann in die Höhle sind wir fertig. Und da draußen sehe ich schon wieder einen weiteren Vorposten von denen. Gnomen. Den haben wir mal erledigt. Und den auch. Wunderbar. Ich glaube, das waren jetzt sogar die letzten. 4 Gold und eine Möhre. 3 Gold, ein gebratenes Stück Fleisch und ein Werkzeugbeutel. Uns fehlt noch einer. Nein, wieso fehlt uns noch einer? Nein. Das heißt, wir haben irgendwo Gnome vergessen. Uns fehlt tatsächlich ein Werkzeugbeutel. Warum fehlt uns ein Werkzeugbeutel? Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Wieder in der Zeit gefangen. Ein Zitat aus Crash Bandicoot. Jetzt allerdings ohne Betonung. So. Dann müssen wir tatsächlich ernsthaft nochmal nach Gnomen suchen, um irgendwie an das an den letzten Werkzeugbeutel ranzukommen. Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Okay, dann müssen wir nochmal zu dem Bauernhof der Inquisition. Ohne uns von denen erwischen zu lassen. Ihr habt ja gesehen, was bei der letzten Hälfte passiert ist. Ich hatte es euch ja gezeigt. So. Aber ich muss auch dazu sagen, wir waren nicht ganz unvorbereitet. So. Wir können ja auch später nochmal den Tempel betreten, aber nicht jetzt. Das machen wir dann später, wenn die Inquisition uns so weit in Ruhe lässt. Oder war ich da schon drin? Ich weiß das gar nicht. Wir waren in der in dem anderen Lager waren wir drin, ja, wo ich die... Ich glaube, da waren wir auch schon drin. Ich bin mir aber gerade echt nicht sicher. Ihr merkt, ich bin alt, liebe Leute. Und jetzt kommen wir die Ü30-Leute an. Mensch, wir sind doch viel älter als du. Wie kann das sein? Und da... Nee, hier waren wir noch gar nicht drin. Okay, dann wird es mal Zeit, dass wir hier eine Fackel anzünden. Dann betreten wir erstmal diese Ruine hier. So. Und wir speichern, vorsichtshalber. Kann ja nie wissen. So, was haben wir denn hier? Ein Pilz. Und eine Falle. Ja, ihr seht richtig, das hier ist eine Falle. Wenn wir hier reintappen, passiert Folgendes. Genau das. Stacheln fahren sich urplötzlich aus und wir haben ein dickes Problem. Aber es gibt ja einen Trick, liebe Leute. So, jetzt müsste die Falle deaktiviert sein. Ist sie auch. Sehr schön. Und da oben sehen wir einen Knöpf. Eine Knöpf. Wie können wir Knöpfe bekanntlicherweise öffnen? Richtig, mit Pfeil und Bogen. Sehr schön. Wunderbar. Dann können wir jetzt die Fackel wieder an uns nehmen. Und wir könnten in Ruhe reingehen. Panzerschrecke. So viel dazu, dass wir in Ruhe reingehen können. Ne? Komm ins Licht, Panzerschrecke. Wow. Au. Au. Die Panzergrille ist scharf auf Menschenfleisch. Wird sie aber nicht kriegen. Stattdessen müsst ihr meine Klinge schmecken. So, und dann nehmen wir einmal Flügelstaub an uns. Und der Weg ist nun frei für uns. Und da ist eine Truhe. Und hier haben wir noch eine Beere. Ein Ring. Sie zu knechten. Sie alle zu finden. Ins Dunkel zu treiben. Und ewig zu binden. Ein Zitat aus Herr der Ringe. Also den Filmen. 75 Gold, ein Ring und 2 mittelgroße Heiltränke. Zitate darf man ja durchaus einbringen. So, und dann haben wir die Ruine hier eigentlich schon abgeschlossen. Mehr war das nicht. Das bisschen. Und ihr habt richtig gesehen, nachdem wir den einen Ring benutzt haben, können wir den jetzt sehen. So. Sehr gut. Wir behalten aber jetzt die Fackel einfach mal bei uns. Oh. Ich habe eine Pflanze vergessen. Das geht ja gar nicht. Es geht auf keine Kuhhaut. So, können wir hier hochspringen? Ich will da gerne hochspringen. Danke. Und da ist eine Beere. Mitnehmen.